Ja, hallo, Michael Kotze, der Ruckzuck und Limmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir Geld mit Amazon KDP. Ja, so ein paar Cent verdiene ich damit auch, aber heute verdienen wir mit No-Content und Low-Content Büchergeld. Und ich schaue mir dieses Video auch an, aus persönlichem Interesse. Warum? Erstmal hat der Leon Erfahrung damit und ich habe ein paar Bücher mit ein bisschen Text. Ich habe eine Idee für ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, Low-Content-Buch. No-Content, nicht Low-Content-Buch. Ich habe da eine sehr, sehr geile Idee, das möchte ich umsetzen. Vielleicht möchte ich jemand sogar diesen Low-Content sogar noch bei Fiverr erstellen lassen, damit das echt perfekt ist. Und deshalb schaue ich mir das Video mit euch zusammen an. Vielleicht kommen mir noch ein paar andere Ideen und ich freue mich einfach drauf. Ja. Geld verdienen mit No- oder Low-Content-Büchern, also Büchern, in denen sich sehr, sehr wenig Inhalt oder kein Inhalt befindet. Über dieses Thema würde ich gerne mit euch hier in diesem Video sprechen und ich würde euch gerne Schritt für Schritt zeigen, wie ihr euer erstes No- bzw. Low-Content-Buch auf Amazon Kindle hochladen könnt. Übrigens, wenn ihr mehr über das Thema wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Amazon Kindle Meisterkurs. Ich habe euch einen speziellen Discount gegeben. Das heißt, wenn ihr alles über das Thema lernen möchtet, dann wie gesagt, guckt mal rein und schreibt euch in den Kurs ein. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit diesem Tutorial. Ach, noch eins. Ich hatte es gar nicht. Kommt jetzt gleich Musik? Kann ich wieder tanzen? Ich habe das ein Kollege mal erzählt, diese Idee. Es gibt ja auf Bücher ein Copyright. Ich weiß es nicht. Sind das 75 Jahre oder so etwas? Der Kollege hat sich sogar beim Anwalt beraten lassen. Und ich sage, übersetzt doch einfach englischsprachige Bücher ins Deutsche, wo es kein Copyright mehr gibt. Die man einfach benutzen kann. Und verdienen damit Geld und viel Geld. Ja, also der ist sogar zum Anwalt gegangen, hat sich dort beraten lassen und hat gesagt, hier, ich habe so ein paar, ich muss bei dem einen Buch noch 2 Jahre warten, dass diese 70, 75 Jahre um sind oder so. Aber das ist so ein Erfolgsbuch. Und dann kann ich das echt veröffentlichen auf Amazon und kann damit Kohle verdienen. Ja, also vielleicht eine Idee. In diesem Video wollen wir mal gemeinsam ein No- bzw. Low-Content-Buch hochladen. Warum bist du so klein? Das Buch erstellen und anschließend dann direkt in Kindle hochladen. Ich denke, viele von euch werden vielleicht noch ein bisschen verwirrt sein. Wir machen das so geladen, was so hoch, cool. Also ich muss das nochmal angucken. Die Bücher, womit ich immer noch Geld verdiene, jeden Monat bekomme ich da Geld, das ist über ein Jahr, glaube ich, her, vielleicht 2 Jahre oder so, sehr geil. Was das Ganze angeht, ihr fragt euch, wie genau lade ich denn überhaupt ein leeres Buch hoch, wie genau erstelle ich dann ein Cover, das möchte ich euch alles hier in diesem Video zeigen. Wie ist also der Prozess? Ziemlich einfach, zuallererst erstellen wir das Buch. Klar, der Erstellungsprozess wird sehr kurz sein. Dann der zweite Punkt ist, wir wandeln diese Datei dann, die wir erstellen, in eine PDF um, laden das Ganze hoch und dann natürlich brauchen wir noch ein Cover für und dann, sobald wir das Ganze hochgeladen haben und das Buch ist dann öffentlich, werden wir noch ein bisschen warten müssen, bis die ersten Einnahmen reinkommen. Natürlich kann man auch ein bisschen Marketing machen, aber das A und O ist dann, wie gesagt, erstmal zu warten, beziehungsweise halt auf dieses Buch zu warten, dass es einer macht. In der Zwischenzeit sollte man aber grundsätzlich probieren, schon an weiteren Büchern zu arbeiten. Nämlich gerade bei solchen No- bzw. Low-Content-Büchern gestaltet sich das Marketing extrem, extrem schwer. Und ich kann dir da gerne ein paar Tipps geben, bloß meistens ist es halt eher so eine Quantitätssache, dass man halt probiert, möglichst viele Bücher rauszubringen und irgendjemand entdeckt die dann wohl schon und kauft sie sich. Also, fangen wir jetzt erstmal mit dem ersten Schritt an, nämlich der Erstellung. Die Erstellung ist eigentlich der einfachste Part. Ihr seht hier ein komplett leeres Dokument. Ihr seht, dass dieses Dokument hier wirklich lang ist. Man sieht es hier drüben so ein bisschen an dem kleinen Cursor hier und das sind insgesamt 81 Seiten. 81 Seiten komplett leeres Dokument. Der verkauft das nicht als E-Book, der verkauft das als gedrucktes Buch, ne? Also, oder? Das heißt, du machst einfach nur Folgendes, wenn du jetzt hier in dein Dokument reingehst, nimmst du praktisch hier diese leere Seite, Steuerung C, Steuerung V und machst das Dokument länger und länger und länger, so lang, wie du es gerne haben möchtest. Beispielsweise bei einem Notizbuch können das, sagen wir mal, 100 Seiten sein oder 50 Seiten oder 200 Seiten oder wie viele Seiten auch immer. Ich denke, du machst es gar nicht schlecht, so irgendwas zwischen 100 bis 200 Seiten in einem Notizbuch drin zu haben. Mehr Seiten würde ich jetzt, um echt zu sein, nicht vorschlagen, ist aber ganz dir überlassen. Und das nächste, was wir dann tun, ist, wir gehen in meinem Fall jetzt hier oben auf Ablage, klicken auf Exportieren, exportieren das Ganze als eine PDF. Du kannst natürlich auch in einem anderen Format exportieren, zum Beispiel Word wird auch gerne angenommen oder DocX dann praktisch. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes, ich klicke hier auf PDF, dann nennen wir das Ganze zum Beispiel No oder No bzw. No Content Buch Nummer 1.
Dieses Buch wird dann exportiert, es wird jetzt hier eine PDF erstellt und diese PDF laden wir dann gleich in einer Sekunde hoch. Wir haben nun eine Datei abgespeichert und diese Datei wollen wir hochladen. Die Datei, die wir abgespeichert haben... Aber ich habe eine Idee, da wirklich Content reinzubekommen. Und immer ein bisschen, also es ist jetzt echt nur Content, ne? Also ein bisschen an Content da drauf. Also ein Notizbuch mit was Cooles. Ich kann sagen, ein bisschen was mit Sprüchen und so. Ne? Also jede Seite was Unterschiedliches und so. Dass das ein bisschen cooler ist. Also das ist mir ein bisschen zu wenig, das zu verkaufen, um ehrlich zu sein. Sieht nun praktisch so aus. Das heißt, es handelt sich hierbei wirklich um ein leeres Buch. Und um das euch nochmal zu zeigen, es sind jetzt insgesamt 81 Seiten, die wir hier haben. Und alle diese Seiten sind tatsächlich leer. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen in Kindle reingehen und wir klicken jetzt hier auf Taschenbuch. Das heißt, wir klicken immer noch auf Taschenbuch und anschließend dann können wir dieses Buch hochladen. Zuallererst müssen wir natürlich wieder die Sprache wählen. Und das ist jetzt hier wirklich die gute Frage, nämlich das hängt jetzt einfach davon ab, welchen Titel du wählst. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie sagst, gut, das ist ein Notizbuch, dann ist das ein deutsches Wort. Das heißt, wir würden jetzt sagen, gut, die Sprache hier wäre Deutsch. Zum Beispiel könnte hier der Buchtitel der folgende sein, nämlich Notizbuch für Schüler, Studenten, und Arbeitnehmer. Leere Seiten. Schreibe. Nur hey, das ist genial eigentlich, ne? Also darauf musst du erstmal kommen. Ich weiß, es gibt mehrere Videos dazu zu diesem Thema. Aber trotzdem sehr genial. Notizen, Songs und vieles mehr nieder. Genau. Und dann darunter. Geeignet für jede Person, die Notizen schreiben möchte oder die spontane Gedanken hat und diese zu Papier bringen möchte. Das wäre jetzt nur ein Beispiel. Anschließend dann scrollen wir runter. Jetzt natürlich wieder die Serieninformationen. Gibt es da eine? Nein, gibt es nicht. Die Auflage ist auch eigentlich nicht existent. Klar, es handelt sich hier um die erste Auflage. Bloß, was will man bei einem Notizbuch dann verändern, damit eine zweite Auflage rauskommt? Ich denke aber nicht besonders viel. Jetzt kommt der Autor. 2.0 auf jeden Fall. Also ich habe echt eine richtig geile Idee. Ich habe gerade echt keine Zeit dafür. Hier würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist meine Person, das heißt Leon und dann Nachname natürlich Chautari und anschließend dann scrollen wir runter und hier können wir nochmal Mitwirkende hinzutun. Ich denke jetzt mal nicht, dass es hier einen Mitwirkenden gibt und dann fügen wir jetzt hier wieder eine Beschreibung ein. Das heißt, hier würden wir zum Beispiel sagen, ein Notizbuch, das einfach zu verwenden ist. Genau, und dann dieses Notizbuch. Ist für Schüler, Studenten, Arbeitnehmer und jede andere Person, die mal eben ein Notizbuch braucht. Natürlich würde ich jetzt hier wieder mehr schreiben und da würde ich dann halt immer solche, ja, sag ich jetzt mal Keywords unterbringen wie Notizbuch oder Notizen oder Notiz machen oder solche Dinge praktisch und würde vielleicht hier nochmal ein paar andere Keywords nennen, wie zum Beispiel Hausaufgabenheft oder möglicherweise Malbuch, Skizzenbuch und so weiter und so fort. Dann scrollen wir jetzt runter. Ist das ein Buch, wo es so wirklich Urheberrecht gibt? Ja, in diesem Falle wäre es tatsächlich, denke ich mal, eins von diesen Werken. Das heißt, wir klicken jetzt hier drauf. Dann darunter die Stichwörter wäre hier natürlich Notizbuch. Dann könnte es sein Planer, Notizen, Malbuch, Songbuch, dann vielleicht nochmal, was könnte es sein? Kalender, könnte man vielleicht nochmal hier hinzutun, Kalender und vielleicht nochmal Skizzenbuch. So, dann scrollen wir runter. Ich weiß ja auch nicht, wie gut die Druckqualität ist. Aber wenn die Seiten so ein Bild hätten zum Thema, mit so 5% oder 4% Deckkraft. Und jede Seite hat dann ein Bild als Hintergrund oder so. Mit ganz, ganz wenig Deckkraft, dass man immer noch drüber schreiben kann und kann es gut lesen oder so. Vielleicht eine coole Idee, oder? Also, ich habe da, wie gesagt, mal gucken. Vielleicht kommt das bald ein richtig geiles Buch raus.
Und jetzt können wir vielleicht wirklich Kalender austauschen gegen Poesiebuch. Das kommt vielleicht ein bisschen näher ran. Poesiebuch, so. Und jetzt da unten die Kategorien, die können wir auswählen. Jetzt in unserem Falle, was ist das? Nicht klassifizierbar, würde ich jetzt mal eher sagen. Genau. Und dann klicken wir auf Speichern. So, dann ist das ein Großdruck? Nein, ist es nicht. Dann enthält dieses Buch Ausdrücke, Szenen oder Bilder, die nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet sind? Nein, natürlich nicht. Dann klicken wir auf Speichern und Fortfahren. Und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Jetzt können wir zuallererst mal eine kostenlose ISBN dem Ganzen zuweisen. Das würde ich auf jeden Fall tun. Das heißt, wir klicken jetzt hier drauf und dann ISBN zuweisen. Übrigens noch eine Sache, die ich leider vergessen habe, die ganz, ganz wichtig ist die folgende. Nämlich, obwohl das Buch leer ist, bitte ein Impressum reintun. Nämlich das Buch, habt ihr gerade gesehen, in der Datei ist komplett leer. Bitte, bitte, bitte dennoch am Ende von diesem Buch oder am Anfang, wo auch immer ihr es gerne haben möchtet, ein Impressum aufführen. Das ist alles A und O. Auch bei einem leeren Buch muss man ein Impressum haben. Dann scrollen wir jetzt runter, wann war das Veröffentlichungsdatum, sagen wir mal, das ist heute. Dann anschließend darunter der Inhalt, Inhalts- und Papiertyp, könnte jetzt zum Beispiel in unserem Falle, sagen wir mal, Inhalt in schwarz-weiß mit weißem Papier sein oder könnte halt Inhalt in schwarz-weiß mit cremefarbenem Papier sein. Ich würde jetzt mal sagen, weißes Papier ist vielleicht ein bisschen besser für Notizen oder vielleicht auch sogar, obwohl, ist, denke ich mal, relativ egal in diesem Falle. Ich denke eher bei Malbüchern oder bei Zeichenbüchern, da ist es wichtig, dass man halt weißes Papier hat. Ich belasse jetzt einfach mal beim cremefarbenen. Dann haben wir hier wieder die Maße, nämlich 6x9 Zoll. Genau, ich habe noch nie ein Buch angelegt, weil das immer E-Books sind mit nur ein paar Seiten. Ja. Dann darunter Beschnitt, soll es beschnitten werden, oder nicht. In diesem Falle macht es keinen Unterschied, weil es halt komplett leer ist. Und dann Ausführung des Taschenbuchcovers, soll das matt oder glänzend sein? Das musst du, wie gesagt, entscheiden. Ich persönlich mag immer ganz gerne glänzend. Wenn du jetzt sagst, du magst lieber matt, dann klickst du, wie gesagt, einfach auf matt. Jetzt können wir hier unser Manuskript hochladen. Da, wie gesagt, würde ich jetzt einfach mal nach diesem No- bzw. Low-Content-Buch schauen. Und dann müssten wir es auch gleich finden. Genau, da haben wir es. Da klicke ich jetzt hier auf Öffnen, das wird jetzt hier hochgeladen und das dauert jetzt noch ein paar Sekunden, dann wie gesagt ist es fertig und anschließend dann können wir mit dem Cover weitermachen. Das Cover ist natürlich hier wieder das A und O, da würde ich dir auch wieder empfehlen, bitte, bitte, bitte dein eigenes Cover hochzuladen. Ich mache das jetzt einfach nur, ich starte jetzt nur diesen Cover Creator hier, um das Ganze mal schnell fertig zu kriegen. Das ist jetzt wirklich nur, ja, sag ich jetzt mal, weil es halt fix geht. Wenn du jetzt aber hier dein eigenes Buch publizierst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du halt dein eigenes Cover hier hochlädst. So, wir nehmen jetzt einfach mal eins von diesen hier, genau. Und jetzt können wir hier oben zum Beispiel nochmal was hinschreiben. Leon Chautari. Chautari ist ein bekannter Autor und verkauft euch leere Seiten. Nein, nein, Spaß. Aber die Idee, wenn du da halt ein bisschen was in deiner Nische, da kannst du echt viel machen mit wenig Content. Nehmer. Er publiziert vor allem Non-Fiction-Bücher und hilfreiche Bücher für den Alltag. So, und dann darunter können wir etwas zum Buch schreiben. Hier können wir zum Beispiel sagen, wenn du Notizen machen möchtest, brauchst du ein übersichtliches und einfach zu, das ist jetzt wie gesagt alles aus den Fingern gesogen, und ein einfach zu bedienendes oder ein einfach zu benutzendes Notizbuch, das deinen Wünschen entspricht. Das ist jetzt wirklich ganz schön viel Quatsch, was ich jetzt hier schreibe, aber ihr müsstet halt euch hier was Schönes ausdenken, das deinen Wünschen entspricht. Schreibe so viel du möchtest und lasse und vergesse keinen wichtigen Gedanken mehr. Viel Spaß mit diesem cleveren Notizbuch. So, und dann haben wir es auch schon. Hier laden wir jetzt wieder ein Foto hoch. Das heißt, wir klicken jetzt hier wieder auf Hochladen und dann können wir das Foto hochladen.
Das Foto hat jetzt hochgeladen und ihr seht auch übrigens, ich habe in der Zwischenzeit nochmal kurz das Cover-Design hier geändert, einfach nur deswegen, weil wir jetzt mit diesem Design, denke ich mal, ja, das haben wir bereits schon in den letzten Büchern verwendet, einfach nur, damit ich jetzt nicht das Ganze hier ein bisschen durcheinander bringe. Das ist halt dasselbe Design, das wir eben gerade schon verwendet haben, bloß, dass ich es halt für, ja, dieses Buch hier nun optimiert habe. Wir klicken jetzt hier auf Vorschau, dann sind wir damit auch schon durch und dann, wie gesagt, können wir uns das ganze Buch gleich mal anschauen. Das A und O ist jetzt, wie gesagt, einfach nur, dass wir... Aber er hat ja jetzt kein Impressum reingepackt oder sonstige Sachen, ne? Ja, keine Ahnung. Poliziert bekommen und dann, wenn wir damit durch sind, können wir, wie gesagt, auch damit Geld verdienen. So, es dauert jetzt noch ein paar Sekunden, bis das Ganze hier aktualisiert hat. Danach können wir halt auf Speichern und Senden klicken und dann müssen wir halt uns nochmal Gedanken machen dazu, wie viel Geld dieses Buch denn tatsächlich denn wo kosten wird. So, ich klicke jetzt mal hier unten auf Speichern und Senden. Er wird jetzt wieder ein bisschen brauchen, bis er es fertig hat. Genau, jetzt sind wir damit durch. Jetzt klicken wir nur noch auf hier unten, genau auf Speichern und Fortfahren. Wahrscheinlich will aber nochmal die Vorschau starten, weil wir einige Änderungen vorgenommen haben. Okay, mal sehen, machen wir das also nochmal hier. Und dann werden jetzt hier die Teile nochmal vorbereitet. Wir können uns nochmal gleich das Manuskript anschauen, das Buch anschauen. Ich meine das nicht existente Manuskript natürlich. Und dann, wie gesagt, werden wir damit durch sein und können hoffentlich das Buch alsbald publizieren. Zu meiner großen Freude gab es tatsächlich keine Fehler hier in diesem Buch, nämlich jetzt steht hier, herzlichen Glückwunsch, in der Vorschau wird Ihr Buch automatisch auf Qualitätsprobleme überprüft. Während unserer automatisierten Prüfung wurden keine Probleme gefunden, die eine Blockierung zur Folge hätten. Super. Jetzt machen wir Folgendes, jetzt klicken wir hier auf Freigeben und jetzt haben wir dieses Buch tatsächlich für die Publikation freigegeben. Es geht jetzt einfach nur nochmal um praktisch die Rechte und Preise für Taschenbücher. So, damit sind wir also nun hier durch. Jetzt haben wir hier die Druckkosten. Die Druckkosten liegen bei 2,15 €, was doch schon ziemlich günstig ist. Jetzt haben wir hier nochmal die Übersicht und mal sehen, wie es auf anderen Marktplätzen aussieht. Wow, auf den anderen ist es sogar noch günstiger, obwohl, naja, gut, es ist eigentlich praktisch dasselbe, nämlich wenn man es umrechnet. Und dann klicken wir jetzt nun auf Speichern und Fortfahren. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie teuer wir diese Bücher machen wollen und vor allen Dingen, wie das Ganze bei den Rechten aussieht. Nämlich hier sehen wir, okay, wir können dieses Produkt weltweit anbieten. Wir klicken also hier auf alle Länder, wenn wir die Rechte zur weltweiten Publikation haben. Ich lasse mir das schützen, ein leeres Buch. Spaß. Wenn wir die Rechte dazu nicht haben, dann können wir hier natürlich auf einzelne Länder klicken und können halt die unterschiedlichen Länder auswählen. So, darunter haben wir auch nochmal die unterschiedlichen Preise für die unterschiedlichen Marktplätze. Zum Beispiel hier hatten wir gesehen, dass unsere Druckkosten bei 2,15 Dollar liegen. Und wenn wir jetzt hier sagen, gut, wir verkaufen es für 10 Dollar, denke ich mal, ist das ein ansprechender Preis. Das heißt, in meinem Fall wären jetzt hier die Tantiemen bei, naja, 3,85 $. Dann der erweiterte Vertrieb, da können wir auch gerne mal draufklicken und dann sehen wir, wie gesagt, wenn wir jetzt, ja, den erweiterten Vertrieb beklicken, da steht nämlich, erreichen Sie über Buchhandlungen, Bibliotheken, Online-Shops und akademische Einrichtungen mehr Leser. Wenn wir das anklicken, dann sind unsere Tantiemen, ja, in diesem Falle natürlich geringer als jetzt bei, wenn ich es auf Amazon... Aber... Es ist trotzdem, ne? 10 Dollar Verkauf, die Druckkosten 2 Dollar und ich verdiene nur 1 Dollar noch was. Da sind noch irgendwelche anderen Kosten, ne? So 40% Satz. Amazon steckt sich nicht nur bei den Druckkosten was ein. Also gut, das wird vielleicht 1:1 weitergeleitet sein, keine Ahnung. Porto ja auch noch. Ja, es ist okay, aber die verdienen schon gut dran, ne? An den Content, den wir erstellen dann. .com verkaufe. Wir können natürlich hier nochmal Amazon UK eingeben, Amazon.de und sehen dann praktisch, wie viel Geld wir hier überall machen. Können mal auf 6 andere Marktplätze klicken und dann sehen wir praktisch alle Optionen. Und wir sehen dann halt, wie viel Geld wir pro Sale generieren würden. Das heißt, wenn sich dieses Buch zum Beispiel einmal im Monat verkauft, würden wir jetzt hier 3,54 € zum Beispiel machen. So, dann sind wir auch schon damit fertig. Nämlich hier steht nochmal, es kann bis zu 72 Stunden dauern, bis Ihr Buch online zum Kauf bei Amazon angeboten wird. In der Zwischenzeit wird Ihnen halt beim Bücherregal der Status wird geprüft, für Ihr Buch angezeigt. Durch das Klicken, durch Veröffentlichen bestätigen Sie, dass Sie allgemeine Geschäftsbedingungen und so weiter sofort gelesen haben. Ja, das haben wir natürlich alles. Sehr, sehr geil. Also, vielleicht mache ich sogar mal ein Video, was mein erstes Produkt ist. Beziehungsweise, ihr werdet es ja sowieso mitbekommen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert habt. Wenn ihr in meiner Telegram-Gruppe seid oder euch meine E-Mail-Adresse eingetragen habt, weil ich werde dieses Produkt ja auf jeden Fall promoten. Und es wird fantastisch. Es wird bestimmt ein paar Monate dauern. Weil ein bisschen Content mache ich ja doch rein. Mein Name ist Michael Kotze, ich bin Rucksackunternehmer, ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab, ich bin raus, ciao.